Allah sagt im Koran: Fassalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Das schreiben sie dann, ihre Übersetzung ist dann: Fragt die Juden und Christen, wenn ihr nicht wisst. So übersetzt ihr es dann. Und tatsächlich, dieser Vers hat zwei Bedeutungen. Einmal die Leute des Korans für uns, dass wir die fragen, wenn wir etwas nicht wissen, oder jemand, der etwas weiß, über seine bestimmte Sache wissen. Aber du musst den Vers als Ganzen lesen. Dieser Vers beginnt wa tuchatib al-mushrikin. Dieser Vers spricht die Mushrikun an. Er sagt: Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Fassalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Das heißt für die Mushrikun, die gesagt haben, warum ist kein Engel herabgesandt worden? Dann sagt Allah: Wir haben vor dir auch nur Männer geschickt, denen wir offenbart haben. So, ihr Mushrikun, fragt die Ahlul Kitab, Juden und Christen, wenn ihr es nicht wisst. Und die werden das euch bestätigen, dass es so war.